Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werde ich im größten Teil um den Titel auch reden, worum es eigentlich auch in dem Video hier geht. Nur ich habe halt noch viel mehr Sachen zu besprechen in diesem Video. Und wenn ihr durch diesen Titel neu auf meinen Kanal gekommen seid, dann lasst gerne mal ein Abo da, weil es lohnt sich eigentlich schon, ne? Und dann könnt ihr mich natürlich ein bisschen unterstützen, so als kleinerer YouTuber oder als kleiner YouTuber, sagen wir mal direkt. Und fangen wir eigentlich auch direkt mit dem Thema mal an. Und zwar, warum wird Fortnite immer im Hype bleiben, sagen wir jetzt mal. Weil, es wird halt nie langweilig, ne? Man kann es so sehen. Es wird halt nie langweilig. Du kannst das Game zocken und jede Season, mit jeder Season kommen halt neue Sachen dazu. Und das gibt halt den Reiz, dass du halt das Spiel halt weiter zocken willst. Das wird halt nicht langweilig, ne? Weil halt immer neue Sachen dazu kommen. Jetzt auch hier. Jetzt wollte ich gerade über Schnee reden, aber ich sehe gerade, warum ist denn hier nächstes kein Schnee? Ach so. Bra, das war's wieder. Komplett. Mann, ich bin zu oft in der Schneehälfte gelandet. Auf jeden Fall auch hier mit dem Schnee, wie man das halt sehen kann hier. Ne, also. Ich glaube, das ist selbsterklärend, dass Fortnite halt immer wegen diesem Grund auch im Hype bleiben wird. Erstmal heilen wir uns hier. Dann müsst ihr unbedingt noch dranbleiben bis zum Schluss, denn ich weiß nicht, ich kann es auch eigentlich auch jetzt schon verraten. Auf jeden Fall wollte ich noch ein paar Sachen über Facecam und Streams mit dem Kreativmodus machen. Und die weiteren Informationen nenne ich euch gleich. Ich glaube, ich habe eigentlich die besten Sachen gelootet. Obwohl, ich kann eigentlich auch noch die hier reinschmeißen in die Zone, wenn ich das schaffe. Dann nehme ich mir natürlich noch hier die andere Waffe mit. Ja, auf jeden Fall fange ich einfach direkt weiter an. Mit der Facecam. Ich wollte vielleicht ab Weihnachten oder nach Weihnachten oder vor Weihnachten entweder Videos mit einer Facecam machen oder nur die Streams, wie ihr wollt. Könnt ihr mir das gerne mal unten reinschreiben, ob ihr das überhaupt feiert. Wenn ja, nur in Streams oder nur in Videos oder beides oder gar nichts. Ne? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir mal ganz schnell unten reinschreibt, was ihr feiern würdet. Oder was besser für euch wäre, was ihr unterhaltsamer findet. Dann hatte ich noch vor, ein Giveaway zu machen, wenn die Geschenke-Funktion wieder reinkommt. Also halt, dass ich halt Skins an euch verschenke, dass ihr dann halt, mich abonnieren müsst. Das ist natürlich Voraussetzung, liken und am besten wäre, wenn ihr meinen Instagram-Account noch abonniert. Der steht ja hier im Video, dass ich das dann halt über Instagram einfach auslose. Ich glaube, das ist erstmal für meine Größe besser. Und dann kann man das ja immer noch im Nachhinein wenn halt mehr Leute dazukommen oder jetzt viele mitmachen, dann kann ich es auch zur Not über, geil, RPG, dann kann ich es auch zur Not über die, über den Comment Picker von YouTube, also der halt für YouTube optimiert ist, auslosen. Nur ich denke mal, so für den Anfang sollte das eigentlich über Instagram gehen. Dann habe ich drüber nachgedacht, ob ich vielleicht meinen Kanalnamen ändern soll. Und zwar habe ich auch auf Instagram dazu so eine Story halt gemacht und bis jetzt ist, glaube ich, auch nicht so viel. 10 Leute wollten, dass ich meinen Kanalnamen ändere zu meinen Namen, also meinen richtigen Namen. Oder ich glaube 11% wollten, dass ich halt Splatshot weiterhin heiße. Da könnt ihr auch mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu hält, was ihr besser findet und wie ich mich dann am Ende benennen soll. Was haben wir nach hier für eine Waffe? So. Genau. Das sind eigentlich die ganzen Sachen in kleinen zusammengefasst. Dann halt noch mit dem Kreativmodus und dem Giveaway. Auf jeden Fall wird das Giveaway dann, ich denke mal, direkt stattfinden. Oder ich werde das direkt auflösen. Wahrscheinlich werde ich das nochmal ankündigen vorher, dass ihr dann nochmal eine Chance habt, falls ihr dieses Video jetzt nicht seht, daran teilzunehmen. Und zu den Streams, die ich dann machen werde, demnächst, auch mit der Facecam, wenn ihr darauf Bock habt, dann auch mit Beginner Mount mal reinschreiben.
Und vielleicht mache ich dann, wenn ihr das feiert, den Kreativmodus mit euch zusammen. Dann bauen wir irgendwas, machen One vs. Ones und ja, alles Mögliche, was ihr so wollt, was euch einfach so bockt halt. Das könnten wir dann so einfach machen. Ich verstehe nicht, warum ist hier kein Gegner? Ich finde einfach gar nichts im Moment. Ich bin ein bisschen uneingespielt, sieht man wahrscheinlich auch. Wobei ich bin auch so schlecht, ne? Also. Tja. Was haben wir denn hier? Noch ein Biggie. Ja, vielleicht die Muni wäre sinnvoll gewesen, die mitzunehmen. Naja, ich fliege, glaube ich, erstmal zur Zone und dann gucken wir mal, wo die Gegner sind. Haben natürlich auch noch mir viele geschrieben und auch gefragt, mich auch gefragt, dass ich mal das Gameplay durchlaufen lassen soll. Und ich meine, ja gut, was ist an dem Gameplay hier in dem Modus so interessant, nichts im Prinzip eigentlich, ne? Aber haben mich viele gefragt, deswegen denke ich mal, werde ich das Spiel jetzt hier durchspielen. Einfach so, weil das ein Wunsch von euch war. Ja, auch generell Fortnite wird, denke ich mal, noch sehr, sehr lange im Hype bleiben. Halt durch diesen Grund mit den Seasons, halt immer an der Abwechslung dringen, ne? Und man verliert auch eigentlich nicht den Spaß daran. Gut, ich habe ab und zu nicht wirklich so Spaß an dem Spiel, wenn ich halt nichts mehr zu tun habe, also keine Herausforderungen und so. Das ist ja auch so eine Sache. Durch die Herausforderung bekommt man ja erstmal den richtigen Reiz dazu. Ja, ich habe richtig Bock, jetzt zu zocken. Dann kann ich die Herausforderung machen, kann ich den Battle Pass leveln. Klar gibt es auch Leute, die kaufen sich den frei, aber man kann dann ja auch mit den. Also man kann sich ja die Skins jetzt auch aufleveln. Schon seit Season 4, glaube ich, meine ich. Und dadurch, ja, dadurch hat man natürlich, kann man sich natürlich nicht alles kaufen. Heißt, du musst halt auch selber spielen. Das finde ich auch gut, weil es gibt da sonst immer irgendwelche reichen Leute, die kaufen sich dann direkt den ganzen Battle Pass. Und das ist ja dann ab Season 4 dann geändert worden. Das ist halt natürlich auch für meine, also finde ich halt persönlich geil, dass man das halt nicht alles freikaufen kann, weil das ist ja sonst auch langweilig, ne? So. Ist hier unten ein Gegner? Ich glaube, hier unten ist, glaube ich, sogar ein Gegner. Ja, hier ist ein Gegner. Ah, scheiße. Der hebt aber schnell ab. Der andere ist sogar, glaube ich, eingestiegen. Super. Perfektes Gameplay hier. Beste auf jeden Fall. Kappa. Hier hoch. Hier ist doch einer. Ein Gegner. Gucken, ob ich den holen kann hier oben. Das saß gar nicht da drin, was für ein Opfer ich bin. Rockets. Da ist er doch. Mit der RPG können wir das machen. Ach mein Gott. Schon vorher gestorben. So. Den ersten Kill erst. Ich glaube, meine beste Runde war in dem Modus hier, glaube ich, 20 Kills. Das war auch richtig krank. Einfach 20 Kills geholt. Von 100. Also habe ich im Prinzip ein Fünftel von der Aufgabe halt, von dem Hauptziel selber gemacht. Das fand ich schon geil. Muss man schon sagen, ne? Auf jeden Fall. Die schießen wir erstmal runter. Mit seinen Leiter. Geil. Das ist halt das Geile auch immer an den Raketenwerfer. Du kannst halt immer genau. Klar, es ist eine Noob-Waffe, aber du kannst halt immer genau ja, einschätzen, wo der Gegner halt landet. Weil der kann auch nicht so weit landen, wenn der halt jetzt hier unten schon ist. Dann muss er halt, wenn er ins Haus reinfliegt, dann rennt er sehr wahrscheinlich auch wieder raus. Dann kannst du halt den perfekt da vorne reinhauen. Die Rocket. Gucken. Haben wir hier auch noch was drin? Wobei, Rockets kann ich eh nicht mehr einsammeln. Da hinten ist doch ein Gegner. Ja, geil. Zwei Hit. Oh mein Gott, alle drei getroffen direkt. Hintereinander. Aim is on point. Ja, Materialien sind nicht so gut.
beziehungsweise nicht so viele. Aber wenn ihr halt das Gameplay nicht mehr zu Ende sehen wollt, könnt ihr jetzt gerne abschalten. Ich bin eigentlich soweit durch mit den ganzen Sachen, die ich halt sagen wollte. Es ist eigentlich nur so, noch die Runde zu Ende spielen und euch zeigen. Ja, bisschen wie ich halt spiele, ne? Weil das viele sich halt gewünscht hatten. Hier höre ich doch Schüsse. Woher kommen die? Das ist ein Flugzeug wahrscheinlich da oben. Okay, hier hinten kommt ein Loot Drop runter. Ah, hier von unten triffst du halt nichts. Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Hole ich mir erst den Loot Drop oder gehe ich da hoch? Ich glaube, ich hole mir erst den Loot Drop. Ja. Ich denke mal, wenn da keiner hinfliegt, dann kann ich mir erst den Loot Drop holen, weil der, wenn ich jetzt da oben bin, wenn ich da hochgebaut habe, ist der wahrscheinlich sowieso schon tot. Und ja, auf jeden Fall wegen dem Giveaway, schreibt mir irgendwo einen netten Kommentar in die Kommentare. Oder, ja, und. Oder, und. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich auf Insta abonniert, weil da werde ich es halt auslosen. Und dann wahrscheinlich noch auf YouTube ein Video machen für die Leute, die halt kein Instagram haben. Was nehme ich denn jetzt hier mit? Die kann mir eigentlich mal werfen. Machen wir mal jetzt so, wer das Video bis hierhin geguckt hat, der schreibt mal Hashtag Splat Army rein. Splat Army. Ja moin, hier oben ist einmal Lagerfeuer und keiner steht hier oben. Da hätten wir einen Gegner, dachte ich mir erstmal gerade. Wieso habe ich mir eigentlich eben nicht die Heavy mitgenommen von da unten? Hätte ich mit der ein bisschen umsnipen können. Eine Sniper-Künste euch präsentieren. Ist gestorben. Hier unten sind ja keine Steine mehr, heißt, man muss jetzt alles zu Fuß laufen. Und schießt der? Egal. Gehen wir mal hier hoch. Schauen uns mal. Hier oben landet aber auch immer ab und zu jemand, ne? Ich bin halt nie da, wenn jemand hier landet. Traurig. Da oben. Ist da jemand drin? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube hier vorne. Wo? Okay, jetzt habe ich welche gesehen. Hier ist einer. Hier sind zwei. Die kann ich mir eigentlich mit der RPG easy holen. Da vorne steht noch einer. Sniper wahrscheinlich rum. Keiner Sniper. So. Ja, ich weiß, es ist nicht krass mit der. Ja, moin. Noch Treppe gebaut, aber nicht mehr überlebt. Er hat mich auch, glaube ich, gekillt da hinten, der da gerade stand. Hier. Die ganze Stadt wurde einfach kaputt gemacht. Schade. Wobei nicht die ganze, aber hier. Da war ja auch, glaube ich, ein Haus, wo jetzt dieser Berg, wo jetzt dieser Eisberg ist. Naja, mal schauen. Also, ich habe halt natürlich die Theorie, dass. Beziehungsweise denke ich mir, dass hier überall nach und nach die ganze Map voller Schnee sein wird. Jetzt über die Zeit. Das wäre schon geil, wenn die das machen würden. Also Fortnite. Und der hat natürlich die Heavy weggenommen. War ja klar. Was ein Unehrenmann. Lag die ganze Zeit am Boden, dann kommt der, wenn ich die haben will. Und holt sich die auch. Da oben ist einer. Na, wieso hab ich jetzt da hinten? Ne, das ist ein Teammate. Hier oben hochbauen. Ach, da unten. Na, umsonst abgeworfen. Nein. Hier fliegt jemand runter. Der landet sogar aus der Luft geholt.
vorne ist einer. Ach du Scheiße, war das schlecht. Und der ist gesniped worden. Ey, bekomme ich jetzt hier nicht mehr als 4 Kills? Das kann doch nicht sein in dem Modus. Das ist doch eigentlich ein killreicher Modus. Da hinten ist jemand. Ach, das ist ein Gegner. Ich sehe halt diesen Fall da oben nicht. Ich weiß nicht, ob das bei mir so ein Bug ist oder. Wahrscheinlich wegen dem Schnee sehe ich das nicht, ne? Hier vorne. Ist das ein Teammate? Ne, das ist kein Teammate. So. Okay, hier ist noch ein Biggie, den trinke ich, glaube ich. Aber ich kann eigentlich auch den Chuck Chuck mal trinken. Nur dafür habe ich noch zu viel Leben. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr hier einfach irgendwas Krasses dabei hat an Getränken? Also an Tränken. Getränken, ja moin. An Tränken und dann trinkt ihr das am Ende aber sowieso nicht. Und dann wird das. Ja, dann habt ihr halt die Runde irgendwie gewonnen. Hat es aber noch im Inventar nicht getrunken. Wer hat mich jetzt hier abgeschossen? Ach, da oben. Ja, moin, mein Freundchen. Oh, ein 72er. Nice. 72er und 32er. Hast du davon, weil du mir ein Biggie weggenommen hast? Die schießen mich alle runter, Jedi. Wo ist der denn jetzt? Na gut, ich trinke den Chuck Chuck, komm. Schnell und auf. Lass den Chuck Chuck mal schnell trinken. So. Ich kann auch mal eine Solo-Runde bringen, aber wahrscheinlich werde ich dir ein Replay aufnehmen, weil sonst, ich gehe ja noch zur Schule und ich habe nicht so viel Zeit jetzt wirklich auf, halt, dass ich halt wirklich genau so ein Ding, so ein perfektes Video aufnehmen kann, deswegen werde ich wahrscheinlich so ein Replay mal spielen können, das geht ja, ist ja nicht schwer, und dann werde ich das einfach vom Replay hochladen, das Gameplay, und dann wahrscheinlich ein bisschen moderieren und ein bisschen labern, ne, über ein paar Themen, die Welt so begehrt im Moment bei mir. Denke ich mal, werde ich das so machen. Da oben ist jemand drin. Ah, der kann eh falsch im Aufmachen. Bringt mir ja nichts. Bleibt auch noch die ganze Zeit da drin. Ja, moin. So, wohin gehst du? Ist gelandet. Perfekt. Heißt, volle Kanne für mich. Und der 9. Kill. Ist da. Da vorne ist noch einer. Habe ich ein Jump-Pad oder so? Nee, ne? Doch, habe ich. Perfekt. Machen wir es nicht kaputt, sonst kriegen wir beide echt Stress. So. Nice, den Kill wollte ich noch haben. Ich dachte, der sieht mir den erst, aber hat zum Glück nicht so einen gemacht. Ja. Geil. Dass der gerade auch noch da hochspringt in dem Moment. Ist schon zu geil. So, komm. Ein Kill holen wir zumindest noch. Oha. Einfach mit der Pumpen. Geholt. So, hier habe ich einen Gegner. Okay, ist natürlich auch unfair, ne, mit der FG zu spielen, ne? Komm. Wenn wir jetzt noch einen Gegner finden, dann kill ich den mit der Shotgun. Nur, sind wir mal ehrlich. Wie oft hat man bitte halt einen Raketenwerfer? Ich hab den mittlerweile öfters, aber trotzdem. Wie oft hat man bitte einen Raketenwerfer? So gut wie nie. So, gucken wir uns mal die Match-Statistiken an. 711. Ich glaube, das war auch damals, also jetzt vor einer Woche, auch noch in Season 6 so, dass du so viel bekommst. Trotzdem, ich glaube, der Bonus zählt da nicht mit, wirklich mit, ne? Kann sein, ich glaube, der zählt nicht wirklich mit. Auf jeden Fall so. Das war halt jetzt meine Runde, ne? Gehen wir zurück zur Lobby wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal ein Like da. Vergesst nicht, bei dem Gewinnspiel mitzumachen. Und dann würde ich sagen, teilt das Video,
Abonnieren wäre geil, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt der Splatshot oder wie ihr mich nennt, muss wieder mit euch irgendeine Sachen belabern, ne? Okay, das war jetzt ja total geile Ende. Das sind meine Skins. Hier die zwei, die Yulezeit Ranger und die Glühweinagentin sind die besten Skins, besten Weihnachtsskins, finde ich, die man sich holen kann. Deswegen musste ich mir die beide holen. Sind ja noch im Shop. Und das ist halt der Shop jetzt hier. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.